Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung-Panorama. Da moderiert aus dem sonnigen Thun. Wir haben folgende zwei Beiträge heute für eure Sendung. Die Caroline Chauvin zu Frauen im Musikbusiness und der neue Touristen-Hotspot Zieseltwald. Seit rund 30 Jahren ist Caroline Chauvin leidenschaftliche Musikerin. Auch dieses Jahr geht sie auf Tournee und spielt unter anderem am Seaside Festival Spiez. Im Gespräch mit meiner Kollegin der Gina Krückel geht die Singer und Songwriterin aus Luzern auf verschiedene Problematiken von Frauen in der Schweizer Musikszene ein. Das ist die Welt, die wir sehen. Wenn man so das Line-up bei Festivals schaut, ist es schon ernüchternd, wenn man schaut. Vor allem, weil es die letzten Jahre ja recht das Thema war mit der Frauenquote. Erschreckend, wie bei einem Swiss Music Award oder so, wo es plötzlich heisst, hey, und wo sind die Ladies? Und ich glaube, das rüttelt schon auf. Es muss einfach halt ein bisschen ständig bleiben, dass man dranbleibt. Und ich finde, Musik hat eh keine Grenzen. Also ich finde es schon abstrus, dass man über so ein Thema redet. Also, mehr Frauen, mehr Männer. Musik ist bunt. Musik dürfen bunte Blumenstrauß sein. Und machen das bitte. Also, es ist wirklich schön. Ich finde nicht explizit, man muss jetzt einfach nur, um die Quoten aufzutun, Frauen buchen, sondern es müssen gute Acts sein. Aber es gibt genug gute Frauenbands, Solo-Acts, whatever, Musikerinnen, wo man da jetzt nicht einfach muss, jetzt muss ich halt die buchen. Puh, wenn ich das wüsste. Ich glaube auch nicht, dass man das böswillig macht, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass man böswillig sagt, ja, man nennt lieber den Mann als die Frau. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir Frauen ein bisschen leisliger, vielleicht sind die Männer ein bisschen lauter und ein bisschen... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es an dem liegt. Ich bin auch nicht so jemand, der jetzt findet, hey, da ich, obwohl ich auch sehr gerne live spiele, ich kann es nicht sagen, was es liegt, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, einfach wirklich so Gespräche suchen und wirklich sagen, hey, es gibt wirklich richtig gute Künstlerinnen und Musikerinnen, schaut doch ein bisschen mehr drauf. Also vermehrt, geht reinhören bei der Musik. Es ist nicht immer alles romantisch und mega langsam oder Balladen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen mädchenhaft, was da die Ladies abliefert, ist im Fall nicht so. Wirklich mega coole Musik rum und könnt vielleicht mehr reinhören. Lasst euch überraschen, wie gut es ist. Hey Guys, wir sehen uns am Seaside Festival. Ich freue mich wahnsinnig. Ja, von jubelnden Massen an Festivals kommen wir jetzt zu einem neuen Touristen-Hotspot im Berner Oberland. Die Gemeinde Iseltwald hat sich im Eiltempo vom ruhigen Dorf zum Touristenmagnet entwickelt. Grund dafür ist eine koreanische Netflix-Serie. Oder besser gesagt, der Bootssteg, der dort vorkommt. 5 Franken kostet mittlerweile der Eintritt, um an den Fotospot zu gelangen. Und kürzlich haben die Touristen dort sogar ein bisschen getrickst. Mein Kollege, der Manuel Glaser, war vor Ort und hat mit den Touristen geredet. I saw a Korean drama and there was pig in here. So I saw that and I know here is beautiful. And when you see it now, do you think it's beautiful? Yeah. Yeah? Yeah. Because I've heard that it's really popular among Koreans here. And yeah, and I think that we also been to Belen? Before, and I think it's really different from here, and it's more like close to the image that we made of Switzerland. Yeah, so yeah, I love it here because, like, compared to Germany, it's also different from here, and yeah, really beautiful. Yeah, I love like nature things because I live in Korea, in Seoul, and it's really hard to see the nature there. So for me, it's really surprising and amazing. Iseltwald and Interlaken, maybe tomorrow I will go to Grindelwald for Jungfrau and Pirst. Not yet? Yeah, because I didn't know about that entrance if I want to
entrance there, I have to pay 5 francs. Yeah, because franc is more expensive than Korean the money. Yeah, so maybe it is that 5 francs, almost one Burger King set. So I think almost Korean fares some expensive just because it is just entrance here. So it's too expensive for you to pay? Yeah, maybe. So, yeah, I think so. Das wäre es auch schon wieder gewesen vom heutigen Jungfrau-Zeitung-Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer auf jungfrauzeitung.ch oder in unserer App. Ob die Menschenmasse im kleinen Dörfli Iseltwald ihr Foti bei traumhaftem Sommerwetter machen können oder nicht, das wissen jetzt Kollegen von ETH News. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Ihrem Jungfrau-Zeitig-Wetter für den Kanton Bern. Wir haben einen Tag mit viel Sonnenschein erlebt. Ein paar Quellwölkchen haben sich zur Sonne gesellt, aber sonst ist es doch wirklich ein Tag, wo die Sonne ganz klar Segen hatte. Morgen haben wir dann zwischen einem Trog über der Nordsee und einem Hochdruckgebiet über Nordafrika die Südwest- bis Westströmung, die feuchte und instabil geschichtete Luft zum Alpenraum hertransportiert. Und morgen Vormittag ist es im Flachland zwar noch recht sonnig und meistens trocken, im Oberland dagegen, da ist es dann schon zum Teil nass, lokal kann es auch schon erste Gewitter geben. Am Nachmittag ist es dann verbreitet gewitterig. Der Schwerpunkt von Regen und Gewitter, der liegt tendenziell aber immer noch im Oberland. Die Temperaturen erreichen in Interlaken rund 23 Grad, in Bern sind es bis zu 24 Grad und in Biel sind bis zu 25 Grad möglich. Am Samstag da haben wir zwar zuerst noch so einige Wolkenfelder am Himmel, da und dort sind auch letzte Regentropfen nicht ganz ausgeschlossen. Im Tagesverlauf bekommt die Sonne aber mehr Platz. Im Oberland da haben wir aber den ganzen Tag ein erhöhtes Regenrisiko. Lokal sind auch Blitz und Donner nicht ganz ausgeschlossen. Am Sonntag geht es trotz Schleierwolken recht sonnig weiter. Am Montag da kommen dann aber zum Teil starke Gewitter auf uns zu. Am Dienstag da haben wir eine veränderlich bewölkte Angelegenheit mit zum Teil gewitterigen Schauern. Und am Mittwoch da haben wir nach aktuellem Stand einen Mix aus Sonnenschein, Wolken und einzelnen Regengüssen. Das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.